Moin zusammen und herzlich willkommen zu Minecraft mit Malvini One Block zusammen mit Wolf. Leute, ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Wir hatten beim letzten Mal uns hier rüber gebaut und ihr könnt schon hinter mir sehen, es sieht ultra hübsch aus. Ich weiß allerdings nicht, ob das da hinten richtiges Wasser ist, aber wenn wir ganz viel Glück haben, dann ist es das. Ich denke, hier gibt es einiges zu erkunden. Das machen wir natürlich wie immer gemeinsam. Vorher aber seid doch gerne so lieb und bewertet das Video. Lasst ein Like, ein Abo, aktiviert das Glöckchen und wie immer denkt an die Tipps und Tricks. Ich würde mich sehr freuen und jetzt wird gar nicht weiter gequatscht. Let's go! So, also, Wölfchen ist dabei. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Das Bett lassen wir vorsichtshalber genau hier stehen und setzen einen Respawn-Punkt, weil wir wissen ja nicht, was uns passieren könnte. Hier sieht es auf jeden Fall soweit alles clear aus. Ich bin nur gerade am Überlegen, ob wir nochmal kurz rüberlaufen. Und uns, es ist wirklich Wasser, oh mein Gott. Okay, passt auf. Wir laufen jetzt einmal ganz schnell rüber und holen uns den Eimer. Man sieht, dass hier ein Golem unterwegs war. Super. Oha, Essen ist fertig. Nice. Gut, Wo ist denn mein restliches Eisen? Hatte ich nicht noch mehr davon? Ah, da ist noch ein Eimer auf jeden Fall. Okay, Leute, wir machen jetzt aber eben ganz schnell ein Bett. Habe ich hier noch Holz? Oder habe ich das gerade... Ah, nee, ich habe noch 4 Holz und 3 Wolle habe ich auch. Perfekt. Dann machen wir uns jetzt nochmal eben ein zweites Bett. Super. Und dann können wir gleich erst schlafen. Da geht nämlich der Mond auf. Oh, gebt euch das einfach, diese Grafik. Gebt es euch. Es sieht so wunderschön aus. Oh Gott, dieser Shader ist geil. So. Jetzt aber. Ich bin so ungeduldig, wenn es um Schlafen geht. Ich habe halt immer Angst, es spawnt was. Wir haben auch eigentlich immer noch zu wenig Kohle. Man muss es ja einfach mal sagen, wie es ist. Das packe ich schon mal da rein. Dann kann das ein bisschen kokeln. Wir machen mal eben wenigstens noch ein bisschen dazu. Wir haben halt einfach nicht genug Kohle, Leute. Aber egal. Wir sind jetzt wieder abgedeckt und ich würde sagen, neuer Tag, neues Glück. Let's go. Was ich ja so ultra cool finde, ist, wenn man jetzt so beim Näherkommen sieht, wie einfach diese ganzen Ranken darunter kommen. Das sieht halt wirklich cool aus. Guck mal, da steht auch noch unser Bett. Sehr schön. Nice. So. Okay. Also, was können wir hier erleben? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass uns sonst was ansprengen könnte. Deswegen würde ich sagen, wir tasten uns erstmal so ein bisschen am Rand lang. Da können wir nämlich von oben gucken. Ist unser Wuffi mitgekommen? Perfekt. Respawn-Punkt ist gesetzt. Und wir klettern jetzt erstmal hier hoch und gucken, was wir alles sehen können. Ich weiß halt nicht, ob hier, genauso wie bei den anderen Inseln, auch Truhen versteckt sind. Aber bis jetzt sieht es nicht so aus tatsächlich. Schade eigentlich. Oha, oha. Ich sehe das schon da hinten. Ist halt alles dunkel, ne? Aber ich denke, solange wir hier oben bleiben, wo es hell ist, kann uns doch eigentlich nichts was, oder? Hier wird es mir dann doch schon echt eindeutig zu dunkel. Oha, Zombies. Und da unten ist natürlich eine Chest. Das war ja klar. Ich schreie mich nicht so an. Nerv nicht. Aber da unten könnten wir langkommen, oder? Und dieses Skelett macht mich so wahnsinnig. Und dass es da hinten so ultra dunkel ist. Als ob er einfach anfängt zu brennen, lol. Kommen wir denn hier unten lang? Ja, oder? Ich schätze schon. Wir können uns ja mal vorsichtig langtasten. Ich wette mit euch, die Chest lohnt sich nicht mal. Aber man kann es ja trotzdem probieren. Okay, der eine ist offensichtlich verbrannt, so wie es aussieht. Nice. Oh nee, doch nicht. Genau. Stellt euch mal schön hier unten hin. Finde ich super. So kann man auch sterben. Dankeschön. Dann ist nämlich das Skelett unser einziges Problem. Genau, komm mal her. Gute Idee. Getötet. Okay, was ist da drin? Es hat sich nicht mal gelohnt. Ich wusste es. Ich wusste es. Ihr könnt mich doch alle mal gerne haben, Alter. Okay, aber egal. Bisschen was für die Wuffis mitnehmen. Boah, da unten ist schon einiges Schönes im Wasser, ne? Okay, passt auf. Wir machen das mal so. Wer, oh. Habe ich eine? Ja, habe ich mit. Okay.
Wir gehen hier erstmal wieder zurück, würde ich sagen. Und dann starten wir von hier vorne nach unten, weil ich glaube, das ist doch mit den ganzen Schatten und dem allen doch besser. Das will ich jetzt aber wissen. Ist das Tuff? Oder ist das hier, Gott, ich muss mich jetzt so als Noob... Okay, ich kann es aber nicht abbauen. Dann ist das doch der hier, der... Ich hab vergessen, wie er heißt. Scheiß. Ach, Mann. Der, ich will immer Endstein sagen, aber das ist ja der Weiße. Also der Stein, der halt unten die Welt abgrenzt. Okay. Boah, Alter, was ist hier? Ha, 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 Kohle. Meins. Noch mehr Kohle und Eis. Ach, ist das schön hier. Ist das schick. Okay, die Sonne fängt langsam an unterzugehen. Das heißt, wir gehen einmal schnell an Land. Leuchten hier schnell at least a little bit aus. So, so und so. Stellen schon mal das Bettchen hier hin. Ich klicke da jetzt wieder so lange drauf, bis ich schlafen kann. Nicht irritieren lassen, aber das mache ich gerne. Damit gar nicht erst irgendwas spawnen kann. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Ich bin ein Schisser, hier möchte gerne ein Schisser schlafen gehen. Ich bin müde, Spiel. Glaub mir, dass ich müde bin, danke. Rein ins kühle Nass. Oh, hier gibt es so viel Kohle, Leute. Und Eisen. Eisen, wie verrückt ist das geil. Oha, okay, noch mehr. Dann sammeln wir erstmal das hier beides ein. Und dann bleiben wir hier oben lieber stehen. Ja, okay. Einmal schnell runter und wieder rauf. Sieht jetzt alles ein bisschen umständlich aus, aber ich denke, so kommen wir an das meiste ran, oder meint ihr nicht? Vor allem ohne irgendwie Gefahr zu laufen, zu ertrinken oder sowas. Das ist schon ein echt geiler See hier. Mir gefällt der sehr gut, muss ich sagen. Und hier haben wir halt echt... Oh, wartet. Wir haben hier halt echt die Möglichkeit, an so gut wie alles ranzukommen. Das ist halt schon echt nice. Darunter ist noch Eisen. Sehr schön. Da ist auch noch Eisen. Da ist auch noch Gold. Oha, da ist auch noch Eisen. Und noch Kohle drunter. Ich fasse es ja nicht. Wo ich halt nur aufpassen muss, da ist auch noch Kohle, nicht, dass ich hier plötzlich aus Versehen irgendwas aufmache und unten alles rausläuft. Das wäre halt schon ziemlich dumm, aber ich gebe mein Bestes, dass es nicht so ist. Weil hier sind schon jetzt ein bisschen ein paar Strömungen, weil ich so ein bisschen auch was weggenommen habe. Aber wir hoffen einfach mal das Beste. So. Richtig schön am Planschen hier. Das macht richtig Spaß, Leute. Das macht richtig Spaß. Trotzdem haben wir für heute tatsächlich schon genug geplanscht. Ich bin ganz gespannt, was uns hier noch alles erwartet. Wir werden aber in der nächsten Folge definitiv diesen See ein bisschen leer machen. Und dann einfach noch gucken, was uns sonst noch so erwartet. Verlangt aber bitte nicht, dass ich da hinten in die Höhlen gehe, weil alleine schon, wenn ich zwei leuchtende Augenpaare hinter mir sehe, dann hört es für mich einfach auf. Ich möchte das nicht. Ich hasse Enderman. Also nein, ich finde sie cool, aber ich habe halt Angst. Leute, es ist, wie es ist. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Euer Malvini. Tschö, tschö.